Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Menschen bei mir im Interview. Das ist wirklich einer der wenigen Menschen, die extrem Anteil hatten 2018 an dem Erfolg der Liedermacher. Sage ich bewusst. Denn er ist nicht nur in meinen Augen einer der, ich glaube, also an dem kommst du nicht vorbei, wenn dein Thema Verkaufen ist, beziehungsweise du im Bereich Vermarktung, Verkauf besser werden willst, denn er ist in meinen Augen einer der Nummer, vielleicht sogar die Nummer eins, aber eher mehr so unter dem Radar, wenn es in den Bereich Verkaufen geht, ist Social Media Technik extrem geil positioniert, also schaut euch das mal an, ich verlinke den dann unten auch in den Subnotes, nennt sich das glaube ich, Shownotes, ja. Unternehmer und vor allem auch Autor, hat ein richtig geiles Buch rausgebracht und ich glaube, ein zweites ist gerade in der Mache, wenn ich es richtig gesehen habe, gell? Cool. Da freue ich mich auch mega drauf. Also, wie gesagt, alles, was in Richtung Verkaufen geht, alles, was in Richtung Präsenz geht, Sichtbarkeit geht, ist er definitiv in meinen Augen einer der erfolgreichsten Nummer 1 Trainer im deutschsprachigen Raum. Und vor allem, da freue ich mich auch mega drauf, wir werden uns ja bald dann auch, ich glaube im März, wenn ich, Februar. Bei seiner Business Launch auch treffen, denn auch da hat er richtig geile Leute immer mit am Start, die dort über ihre Themen sprechen und auch das immer im Zusammenhang mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmensaufbau, Vertrieb, Verkauf, also auch da für jeden, der hier gerade zuschaut. Eine Plattform, die ein Must-Have 2019 sein müsste und sollte und könnte und dürfte, muss. So, und daher freue ich mich mega, weil, ich habe vorhin kurz erwähnt, er war einer der Menschen 2018, die an dem Erfolg von Liedermacher mit beteiligt waren, denn dieser Typ hat ohne ein Augenzwinkern den ganzen weiten Weg auf sich genommen, ist hier zu mir gefahren, hat einen kompletten Vormittag mit mir hier verbracht und ist mit mir mal wirklich in die Tiefe gegangen, wenn es darum geht, ein profitables Business auf die Beine zu stellen. Das lief alles cool, lief alles geil, aber seitdem der dann wieder gegangen ist, ist das Ding durch die Decke gegangen und ich kann es immer noch nicht in Worte fassen, wie mega dankbar ich dir bin, dass du da gewesen bist und dass du die Zeit genommen hast. Denn eine Sache, das kann ich, glaube ich, mit auf den Weg geben, nicht nur, dass du ein geiler Unternehmer bist, du bist unter anderem auch ein richtig cooler Mensch und vor allem so ein geiler Vater. Ihr müsst euch echt mal angucken, wie der mit seinen Kindern umgeht, das ist, beziehungsweise mit seiner Tochter umgeht. Und da hast du mich, und da hast du mich so und so angesprochen, ja? Also gerade beide als Papis, wenigstens das haben wir gemeinsam, ja? Und daher, ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen jetzt richtig aus. Herzlich willkommen, Alex aus Deutsch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielen lieben Dank. Ja? Danke, hey. Dominik, danke. Freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich auch weiß, dass du extrem eingespannt bist, gerade mit deinem Unternehmertum extrem eingespannt bist. Und dass du dir dann für heute die Zeit für mich genommen hast und ich dich sehr gerne mal ausdrücken darf mit all dem Wissen, mit all dem Wissen, den du über die ganzen letzten Jahre sammeln durftest, denn ich glaube, oder nicht glaube ich, ich bin mir sicher, dass hier viele, viele, viele Menschen einiges mitnehmen können. Und ich weiß auch, und das schätze ich an dir, dass du klar und transparent bist in dem, was du sagst. Ja, und eben nicht so sagst, wie Menschen das hören gerne wollen, sondern es so sagst, dass es auch mal wehtun kann. Deswegen habe ich dich auch lieben und schätzen gelernt in den letzten Jahren. Daher, aber danke schon, dass du da bist. Was mich persönlich interessiert, und dann der eine oder andere weiß ja, dass ich so einen kleinen Anteil an Rot bin, an Hai, um jetzt mal den Tobi so ein bisschen zu nennen, direkt auf den Punkt komme. Und da würde mich interessieren, wie bist du denn, also warum ist es dir so wichtig, Menschen zu unterstützen, dass sie sich besser vermarkten können, so nenne ich es jetzt einfach mal. Warum ist dir das so wichtig und wie bist du denn da hingekommen, Verkaufstrainer, einer der krassesten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum zu sein? Also warum tust du das, was du tust, und wie bist du da hingekommen? Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Also tatsächlich habe ich, nachdem ich mein Abitur beendet habe,
War ich ein bisschen planlos. Ich wusste nicht wirklich, was ich mit mir machen soll und wo ich hingehen soll, wo die Reise mich hinführt, und habe eine Ausbildung gemacht, einfach aufgrund der Tatsache, weil einer meiner damaligen engsten Freunde die gleiche Ausbildung gemacht hat, und er hat dann gemeint, hey, das ist doch, verschwende doch keine Zeit, lern doch irgendwas, du weißt nicht, was du studieren sollst, dann mach eine Ausbildung. Ist okay, alles klar. Und er hat eine Ausbildung zum Cousin gemacht. Ich meine, ehrlich jetzt? Ich meine das tot ernst, ich bin ausgebildet. Ach, okay. Ja. Ist ja okay. Und ja, dann, klar, ich habe einen anderen Werdegang, quasi einen anderen Weg eingeschlagen. Nur war das so das Erste, wo ich wirklich gelernt habe, richtig zu kommunizieren. Das war das Erste, wo ich gelernt habe, wirklich, was Dienstleistung bedeutet. Ja, und ich habe das wirklich, ich habe den Beruf nicht wirklich gerne gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, aber dieses mit Menschen reden, du hast da sehr, sehr häufig einfach Personen, die mit ihrem kompletten Problem und mit alles, was sie in sich mittragen, einfach mal einer wildfremden Person mitteilen. Ja, und das ist wirklich so ein bisschen wie Therapie für sehr, sehr viele. Ja. Und dort habe ich jetzt gelernt, mit Menschen wirklich zu kommunizieren, auch über tiefgründige Dinge einfach mit denen zu sprechen. Und vor allem für mich ganz, ganz wichtig, was es bedeutet, Dienstleister zu sein und Service auf einem hohen Niveau zu bieten. Und das habe ich jedoch geliebt. Ich habe die Tatsache geliebt, Menschen für eine Sache zu begeistern. Ja. Und dann, wie das nun mal so ist, bin ich irgendwann mal wieder aufgrund eines Freundes in die Staaten gereist, ja, und war in New York. Und dort habe ich dann kam ich mit der Fitnessbranche so ein bisschen in Berührung, ja, wo ja auch wirklich mein Herz schlägt unter anderem. Und ich habe dann einen Job dort angenommen, an der Theke, als Servicekraft. Und der Typ, der Clubleiter, hat dann zu mir gemeint, hey Alex, du kannst richtig gut labern, du kannst richtig gut verkaufen, ich schicke dich mal auf eine Verkaufsschulung mit dem anderen Team. Und da war ich halt dort in der Verkaufsschulung von einem richtig, richtig krassen Verkaufstrainer und saß da einfach und dachte mir, wow, wie geil ist das denn? Der Typ steht da vorne und redet über ein Thema, mit dem ich in diesem Punkt an erster Stelle nicht wirklich viel anfangen konnte. Ich hatte auch keine Meinung, weder ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich fand es geil, wie er das gemacht hat und wie er in kürzester Zeit die Menschen für dieses Thema begeistern konnte. Ja, für ein total trockenes Thema, ja, also Schema A, B, wenn du das sagst, sagst du das, wenn du das sagst, sagst du das, wenn er das antwortet, reagierst du so, ja, also eigentlich ziemlich trocken. Und trotzdem hat er es geschafft, das mit so einer Begeisterung den Leuten beizubringen, dass ich einfach voller Energie da versaß und dachte mir, Alter, ich will das nicht nur lernen, ich will das so perfekt drauf haben, dass ich genau da vorne auch irgendwann mal stehe. Ja? Und das war so für mich dieser Aha-Moment. Das ist jetzt über 10 Jahre her und ich dachte mir einfach nur, wow, ja. Und bis heute ist es einer der prägendsten Momente meines Lebens. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, ich habe mich dann total für dieses Thema Verkaufen begeistert und habe wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Ich habe damals einen Kredit über 20, ich habe es nie mehr vergessen, einen Kredit über 20.000 Euro genommen und das nur in meine Ausbildung reingesteckt, ja. Von einem Profi zum anderen gegangen und wurde in 0, nichts wirklich einer der besten Verkäufer der Fitnessbranche, nachweislich. Ja, also ich habe über 10.000 Menschen in einem Fitnessstudio selber angemeldet. Ja, also ich habe über 10.000 Verträge, ja, in einem Fitnessstudio gemacht, in meiner Laufbahn als Verkäufer. Ja, also 10 von 10.000 Menschen habe ich ein Ja, ich melde mich hier angekommen. Ja, und das war die logische Konsequenz einfach aufgrund meiner Performance, dass meine Vorgesetzten bzw. mein damaliger Ausbilder und Chef zu mir gesagt hat, du Alex, wie wäre es denn, wenn du das, was du kannst, den Mitarbeitern beibringst, deinen Kollegen beibringst? Und ich so, ja klar, kein Problem. Und so ist es dann, habe dann mit Kleinigkeit, mit kleinen Coaches, Workshops halt angefangen und irgendwann mal ging es immer weiter und immer weiter, dass dann halt auch andere das mitbekommen haben, so die Mundpropaganda dann quasi aktiv war und die Leute mich dann halt auch aus anderen Branchen gebucht haben. Ja, und dann habe ich mich mit 25 habe ich mich dann selbstständig gemacht und seitdem läuft das ziemlich gut. Was mich jetzt interessiert ist, ich meine, du kamst dann zurück, hast 20.000 Euro in die Hand genommen
Was genau war denn der Grund für dich zu sagen, genau darin will ich mich jetzt ausbilden? Genau darin will ich jetzt der Beste werden? Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater war einer der erfolgreichsten Bauunternehmer hier in Deutschland, in den 90er Jahren. Er ist von nichts Millionär geworden. Ja, also wirklich sehr, sehr vermögend. Und hat dann aber auch wieder alles verloren. Ja, also wirklich komplett alles. Ja, ist auch Steuerhinterziehung gemacht und wirklich. Ich bin in ärmlichen Verhältnissen geboren, in sehr vermögenden Verhältnissen aufgewachsen und dann wieder in ärmlichere Verhältnisse zurückgeswischt und gesehen, okay, was mein Vater alles geleistet hat und was er nicht geleistet hat, wo er versagt hat, ja. Und meine Eltern hatten sich auch dann getrennt und ich hatte auch nicht sehr viel von meinem Vater mitbekommen, aber was ich halt einfach bei mir, ist so eine kleine Wut entstanden. Und zwar von all diesen Millionen, die meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, geschöffelt haben, verballert haben, verbraucht haben, dem Staat entzogen haben und alles, kamen sie sich nicht mal einmal in den Sinn, für mich etwas zurückzulegen, für meine Ausbildung, für meinen Werdegang, für was weiß ich was. Ja, nichts, nichts, nichts. Sie haben mich und meiner Mom quasi schon alleine zurückgelassen. Klar, mein Vater hat sich dann um sie gekümmert. Okay, also ich will ihn jetzt nicht so als den Miesepeter hier hinstellen, ja, aber in der Relation zu dem, wie viel die Geld haben sie nichts für mich zurückgelegt, ja, so dass sie nur eine Sekunde an mich gedacht haben. Und das hat bei mir so eine Wut entstanden, dass ich gesagt habe, hey, ich werde das aus eigenem Antrieb schaffen, ohne die Hilfe von meiner Familie und werde dafür sorgen, dass meine Familie das nie erlebt oder dass ich immer für sie da bin und dass ich von niemandem Hilfe habe. Und dieser Antrieb hat mich so weit gebracht, dass ich immer in meinem Leben nach Optionen und Möglichkeiten gesucht habe, wie ich sehr, sehr schnell vermögend werde. Ich nenne das Kind beim Namen. Ja, ich könnte jetzt sagen, such dir einen, warum das größer ist als Geld und was du alle vor Instagram-Quotes da draußen existieren. Mein Warum war nun mal, ich wollte Kohle scheffeln. Ich wollte wirklich einfach viel Geld haben. Das war's. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Ja, dies hat auch mein, und dadurch, dass ich das auch immer wieder mal geschafft habe, mich immer zu zelebrieren und auch immer Erfolge zu produzieren, egal ob ich als Verkäufer tätig war, sogar als Friseur oder egal was, war immer mein Antrieb, der Beste zu sein. Und das hat mich dann am Ende des Tages dahin gebracht, wo ich heute bin. Heute habe ich wieder natürlich ein anderes Warum durch meine Tochter. Das kannst du bestimmt bestätigen. Wenn du auf einmal die Verantwortung für einen kleinen, wundervollen Menschen hast, dann verändert sich dein Leben schlagartig, ja. Aber damals, nennen wir das Kind beim Namen, wollte ich einfach Kohle haben. Und ich habe einfach gesehen, dass durch die Fähigkeit des Verkaufens, ja, du einfach sehr, sehr schnell kurzfristigen Erfolg produzieren kannst. Und ich habe das gesehen, ich habe das probiert, ich habe Blut geleckt und mir war klar, hey, all in. Du musst dir diese Fähigkeiten aneignen und so ist es dann dazu gekommen. Mega. Gab es denn auf diesem Weg, weil du gerade erzählt hast, auch jetzt von deinem Vater, und das ist natürlich eine geile Story, eine geile Sache, gab es denn auf diesem Weg jetzt zu dem, was du heute bist, weil ich weiß ja, du hast ja Online-Trainings, du gibst eigene Seminare, du bist in den Firmen als Inhouse-Trainer unterwegs, kommst aus der klassischen Fitnessbranche, bist ja aber ja viel, viel größer geworden. Ja, also diejenigen, die dich kennen, wissen ja, dass du da, und glaub mir Leute, richtig was auf dem Kasten hast. Also richtig was auf dem Kasten hast. Gab es denn auf diesem Weg auch mal diesen, und ich denke, den gab es auch, diesen Moment, wo du einfach auch mal so tierisch auf die Fresse geflogen bist, dass du dir gedacht hast, okay, ich schmeiß alles hin, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Also warum, wie hast du weitergemacht? Sagen wir es mal so, als ich damals mit meiner heutigen Frau, damaligen Lebensgefährtin, als wir zusammengekommen sind, das ist jetzt 5 Jahre her, haben wir uns in einer Phase kennengelernt, wo es mir gut ging, wo ich meinen Weg beschritten habe. Und dann sind wir zusammengezogen und von heute auf morgen ging es uns richtig scheiße. Also finanziell war es ein Desaster, es war wirklich. Wir hatten, das ist immer wieder eine Story, die ich überall erzähle, wir hatten um die 2,80 Euro jeder am Tag zum Fressen.
Uns ging es richtig dreckig. Und dann musste ich auch zum Thema Kredit, musste ich mir damals einen Kredit nehmen, um auf die Arbeit zu kommen. Ich hatte so gar kein Geld mehr, dass ich die allerletzte Bank auf dieser Welt hat mir nochmal gerade so einen Kreditrahmen von 2000 Euro gegeben, damit ich auf die 1500 Euro, ich weiß gar nicht mehr, damit ich Geld habe zum Tanken und zum Überleben quasi. Ja. Hast du da schon als Trainer auch schon gearbeitet, als Trainer, ja. Als Verkaufstrainer? Okay. Ja, das war ganz am Anfang meiner Karriere, ganz, ganz am Anfang. Okay. Ja. Und ich habe mich so scheiße gefühlt, so richtig scheiße. Und ich meine, ich war damals noch kein Vater, aber am Ende hatte ich jemanden in meinem Leben, mit dem ich das Leben geteilt habe und als Mann und vor allem mich als riesen Ego-Brocken. Möchtest du ja deiner Frau ja etwas bieten im Leben, einen gewissen Qualitätsstandard. Und das konnte ich nicht. Ich musste mir Geld leihen, damit wir überleben. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, Nori. Und dann habe ich diesen Kredit genommen und ich war einfach nur down. Ich war richtig, ja. Und wie es halt so ist, alles kommt auf einmal. Ja. Auf einmal fehlen dir die Kunden, dann fehlt dir die Kohle, dann weißt du nicht, was du machen sollst. Auf einmal, dann stirbt sogar jemand und du kommst in so ein verkacktes Loch, ja, dass du dir denkst, warum im Himmelsnamen kommt das jetzt? Was habe ich denn getan? Ja? Und sehr häufig verbringt man die Zeit mit Jammern, man verbringt die Zeit nach dem Sinn in dem Ganzen zu suchen. Ja? Doch man darf in einer schlechten Situation den ganzen Umständen nicht nach dem Sinn suchen, sondern gib dem Ganzen einen Sinn. Ja? Sondern entscheide dich einfach, nicht vor dich hin zu vegetieren, und weil man schaufelt sich das Loch immer selber und selber tiefer. Meistens bewegst du dich nicht mehr, sondern liegst einfach nur irgendwo, starrst eine Decke an oder ein bisschen Embryostellung unter der Dusche oder keine Ahnung was. Ja. Du benutzt eine gewisse Sprache, wie zum Beispiel, oh, warum passiert mir das immer mir, und redest dir das noch viel schlimmer ein. Ja, und du fokussierst dich auch nur noch auf diese Sache. Du schaust nicht mehr drumherum. Ja. Also wenn über dir eine Wolke ist, ja, und es regnet nur an deiner Stelle, du siehst nur, dass es bei dir regnet, ja, aber umherum ist überall Sonnenschein, du siehst es gar nicht mehr, ja, weil du dich so stark darauf fokussierst. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer der, und das muss ich jedem an dieser Stelle hier mitgeben, entscheidet euch wirklich bewusst, mit wem ihr euer Leben verbringt, weil damals hat meine Frau einfach in dieser Situation zu mir gesagt, das werde ich nie im Leben vergessen, weil mir ging es richtig scheiße, hat sie gesagt, Schatz, mach dir doch keinen Kopf über diesen Kredit. Und ich so, doch, ich mache mir Kopf über diesen Kredit, ich mache mir über alles Kopf. Und dann hat sie gesagt, ist doch scheißegal, dann geht es uns halt jetzt scheiße. Aber wenn du Millionär bist, wirst du daran nicht mehr denken. Und das war halt dieser Satz, weißt du, ich habe mir gerade, sie wusste, was meine Träume sind, sie wusste, was meine Ziele sind, ja, sie kannte meine Ambitionen und sie sieht mich, wie ich da mir Geld leihe und sie sagt zu mir, hey, wenn du Millionär bist, ist das doch scheißegal, ja, weil sie an mich und das, was ich kann, geglaubt hat, ja, und diese Stärke, die sie mir dadurch gegeben hat, diesen Antrieb, die sie mir wirklich weitergegeben hat, der hat mich dann wieder aufgeputscht, der hat mich dann wieder nach oben gebracht und der war für mich ganz klar so dieser Moment, wo ich gesagt habe, Alter, da ist ein Mensch, der an dich glaubt, glaub verdammt nochmal selber, ich bewege deinen Arsch. Ist das dein Erfolgsprinzip, dein Erfolgsgeheimnis? Dieser Glaube, dieser feste Glaube an deine Fähigkeiten, an diese... Absolut, absolut. Absolut, ich sehe es doch bei mir selbst. Ja, gerade bevor wir das Interview hier angefangen haben, hast du mich ja gefragt, hier, wie geht's? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob ich den Scheiß überhaupt noch machen möchte, den ich mache. Ja, so, wenn wir mal offen und transparent reden, ja, weil ich selbst ja jetzt in der Phase habe, wo ich mir jetzt frage, okay, wie möchtest du denn die nächsten, ich habe die ersten 30 Jahre hast du hinter mir, ich bin jetzt 31 Jahre alt, mit 30 habe ich alle meine Ziele erreicht, die ich im Leben erreichen wollte. Ja, mit 30. Mit 30 war ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, was ist los? Was machst du denn jetzt? Ja. Und das ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl, wenn du als Trainer und Speaker, und du kannst es ja, du weißt es so, wie das ist, du brauchst Ziele, du musst nach diesen Zielen arbeiten und du erzählst es jahrelang den Menschen, dass sie Ziele haben müssen und bist dir gar nicht, du weißt, dass es wichtig ist, aber du bist dir erst dessen bewusst, dass es wichtig ist, wenn du auf einmal selbst gar keine Ziele mehr hast. Ja. Und dann sitzt du so und denkst dir, Alter, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und deswegen auch
okay, wie werde ich jetzt meine nächsten 30 Jahre meines Lebens führen? Und eines kann ich dir sagen, wenn du nicht an dich glaubst, wenn du nicht glaubst, was du kannst, wenn du nicht davon überzeugt bist und das in dir brennt und dieser, du kennst den Satz, Glaube versetzt Berge, ja, und das ist definitiv ein Erfolgsgeheimnis von mir und für mich persönlich auch einer der wichtigsten Methoden, überhaupt meine Ziele zu erreichen, weil ich wäre nicht dahin gekommen, wenn ich nicht wirklich felsenfest daran geglaubt habe. Jetzt schauen hier erstmal mega danke und auch Dankeschön, dass du uns da so tief in deine Geschichte mitgenommen hast und vor allem auch gerade so ein Thema mit deinem Dad, weil ich glaube auch, das ist nicht einfach, darüber sprechen zu wollen und zu können. Aber wenn jetzt, hier schauen zum Beispiel einen Haufen Coaches zu, Trainer, Berater, Speaker, die ich sage jetzt mal, gerade so entweder auf dem Sprung sind und sagen, okay, ich will jetzt wirklich ein Business draus machen. Teilweise noch Menschen dabei, die sagen, hey, ich habe vielleicht sogar wie bei dir auch jetzt so einen gewissen, ich bin so von der Wand, ne? Ich habe jetzt irgendwie kommt es nicht weiter, irgendwie fühle ich mich da nicht erfüllt drin und so weiter. Aber hauptsächlich sind hier Menschen mit dabei, die einfach sagen, ich will das nächste Level erreichen. Also ich will mit diesem Business so viel, in deinen Worten, so viel Asche machen, so viel Umsatz generieren, dass ich nicht nur davon leben kann, sondern auch wirklich meiner Partnerin, meinem Partner, meiner Familie, auch ein schönes Leben geben kann. Was kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Also eine Sache habe ich von dir mitgenommen damals, wo du hier warst, eben genau dieses, was kann ich, was habe ich drauf, glaub da dran und jetzt mach das einfach so, dass Menschen davon profitieren können. Also was löst du damit? Ja, also was für ein Problem. Ja. Aber also, was gibst du den Leuten so mit auf den Weg, um jetzt mal Tacheles mit dem, was sie tun, Geld verdienen zu können? Für mich stellt sich immer nur eine Frage, was kann ich halt am besten? Was kann ich, das hast du auch schon gesagt, was kann ich persönlich am besten? Ja? Diese Frage stellen so häufig Leute alles, wie kann ich Geld verdienen? Ja, weil ich meine, ich führe ein extravagantes Leben und die Menschen sehen, wie ich lebe, wenn man mich besser kennt, ich komme immer mit irgendeiner fetten Karre, weißt du, und die Leute sehen das schon. Ja, und dann fragen, ja, wie bist du da dazu gekommen? Ja, und wie kann ich das? Ja, auch meine Familienangehörige aus Serbien zum Beispiel, unter den ärmlichsten Verhältnissen, die ich auch finanziell unterstütze, ja, die fragen mich immer, ja, wie kann ich das denn? Kann ich das machen, was du machst? Nein, kannst du nicht. Nein, weil du nicht dafür geeignet bist. Such dir etwas, was du gut kannst. Denn wenn du wirklich, wirklich Geld verdienen möchtest, richtig viel Geld verdienen möchtest mit etwas, dann wird dir nicht einfach jemand Geld dafür geben, dass du etwas so lala machst. Nein, du wirst nicht. Keiner gibt dir 10 Riesen in die Hand für eine Speech oder für einen Trainingstag oder was weiß ich das, ja, weil damit du da reingehst und halt ein so lala Training machst. Hey, das muss knallen, das muss wirklich explodieren, ja. Deine Fähigkeiten müssen überragend sein, denn die Belohnung, man denkt ja immer, du machst eine gute Arbeit und bekommst eine gute Belohnung. Das ist Bullshit. Ja, das ist ja die Logik. Ich mache eine gute Leistung, bekomme eine gute Belohnung. Ich mache eine sehr gute Leistung, kriege eine sehr gute Belohnung. Ich mache eine überragende Leistung, ja, und kriege eine überragende Belohnung. Ich mache eine schlechte Leistung, kriege eine schlechte Belohnung. Nein, das geht nicht parallel. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die Leistung und die Belohnung läuft immer senkrecht nach unten. Und zwar, wenn du eine schlechte Leistung bringst, kriegst du nämlich nicht eine schlechte Belohnung, du kriegst gar keine Belohnung, mein Lieber. Du kriegst einen Finger in den Arsch gesteckt. Das kriegst du nämlich, ja. Geh auf die Arbeit und mach eine schlechte Arbeit. Du wirst gefeuert. Das ist eine Belohnung, ja. Das heißt, wenn du also eine sehr gute Leistung machst, kriegst du nämlich gerade mal eine schlechte Belohnung. Ja? Es geht immer schräg nach unten. Das heißt, damit du wirklich auch eine sehr gute Belohnung bekommst, musst du eine überragende Leistung bringen. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Es geht nicht parallel. Ne? Es geht immer eine Stufe tiefer. Das heißt, deine Leistung muss immer eine Stufe besser sein als die Belohnung, die du erwartest. Und genau das müssen die Leute verstehen. Und das kannst du in der Regel nur, wenn du etwas machst, was du richtig, richtig gut kannst. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Methoden. Ich meine, ich habe ja auch aus vielen meine Schwächen eine Stärke gemacht. Ich will es gar nicht so schlecht reden, habe ich auch. Ich habe mich auch sehr viel darauf konzentriert. Ja, nichtsdestotrotz musst du das machen, was du am besten kannst. Und dann musst du gefälligst lernen, den Scheiß auch zu verkaufen. Und das ist wieder mein Thema. Ja, weil es bringt dir nichts, dass du etwas
super gut kannst, wenn keiner weiß, dass du das super gut kannst. Und wenn du die zwei Sachen kombinierst, du findest eine Passion, die du wirklich perfektionierst für dich persönlich. Ja, egal ob du jetzt, sag mal, du bist Berater, du kannst wirklich, und als Unternehmensberater hast du den analytischen Blick sofort zu erkennen, was läuft schief. Dann perfektioniere das so sehr, dass du der Beste da bist. Und dann verkaufst du den Stuff halt auch. Ja, du bist Speaker, dann perfektioniere deine Speech. Hol die Leute ab, verbessere dein Storytelling. Mach das so gut, ja, dass du unter anderem einer der Besten davon bist. Und wenn nicht für andere, dann zumindest für dich selbst. Und dann verkauf den Scheiß. Ganz einfach. Wie verkaufe ich? Ja, das, was die Leute das nicht verstehen, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel als Unternehmer startest, sagen wir mal, du startest jetzt dein Business, ja, oder sagen wir mal, du möchtest es auf zwei Level bringen. Lass uns mal gezielt Coaches, Trainer. Coaches sein. Ja, genau, machen wir das. Du hast folgende Problematiken. Punkt Nummer eins, kein Schwanz kennt. Das ist dein erstes Problem. Du bist Speaker, Trainer, kein Schwanz kennt. Problem Nummer zwei, wenn dich keiner kennt, kannst du auch keinem was verkaufen. Das ist ja logisch. So. Problem Nummer zwei, man kennt dich, man denkt aber nicht an dich. So, das ist so dieser, wie hieß dieser Typ nochmal? Dieser Lied, ich komme nicht auf den. Ach, kacke, Mann, das ist so ein Typ mit Bart, fresh Frisur, hat immer Lederjacke mit einer Lok, mit der Gitarre. Scheiße, Mann, wie heißt der? Ja, was soll er denn bei im YouTube angeben? Typ mit Gitarre, Lieder. Ja, was soll er denn eingeben? Ja, er muss dich kennen, er muss sagen, ey, Lorenzo Schiavetta, der muss das einfach kennen. Gibt es da ein oder zehn Video von dir bei Gedankenteilen zum Beispiel? Ja, und das bringt dir Traffic. Ja, so. Das heißt, sehr, sehr häufig ist es so, dass wir auch unsere Kontakte, weil die meisten Leute denken, wenn die dann starten als Berater und Trainer, denken sich, okay, wo hole ich mir jetzt meine Kunden her? Ja, je nachdem, was du machst, wenn du jetzt zum Beispiel Persönlichkeitsentwickler bist, ja, und möchtest Leuten dabei helfen, Ängste zu beseitigen oder was weiß ich, was Blockaden zu öffnen, ja, dann ist dein Telefonbuch deine Leadliste, Mann. Du hast einen Haufen Menschen, die andere Menschen kennen, die was von dir kaufen können. Ja, aber man macht keine Geschäfte mit Freunden, Bekannten. Halt deine Schnauze, dann bist du halt eher kein Unternehmer. Dann geh halt Eis verkaufen, wenn du Leute glücklich machen möchtest. Aber dann bist du halt kein Unternehmer. Weil, wenn du etwas kannst, worin du der Beste bist, warum sollte nicht meine Freunde, meine Bekannte, meine Familienangehörige als erstes davon profitieren? Wenn ich doch der Beste dabei bin, Glaubenssätze zu verändern und Blockaden zu lösen. Ich habe einen Haufen Menschen um mich herum, die einen Haufen Blockaden haben. Warum sollten die denn nicht davon profitieren? Ja, aber warum nimmst du Geld dafür? Weil ich davon lebe. Deswegen nehme ich Geld dafür. Ganz einfach. Ja? Also nimm von deinem verschissenes Telefon und pflege deine Kontakte. Weil wenn die Leute an dich denken, dann werden sie auch von selbst auf dich zukommen, wenn sie etwas brauchen. Denn das ist nämlich das dritte Problem, warum dies nämlich nicht der Fall ist. Die Leute kennen dich, sie denken an dich, aber du bist für sie nicht der Experte. Sie sind für dich nicht der Problemlöser. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Finanzberater bist, ja, und machst Finanzdienstleistungsprodukte, die du verkaufst, ja, und sag mal, du bist jetzt in meiner Freundesliste, der Lorenzo, der macht Lebensversicherungen, etc. Okay, und ich brauche eine Lebensversicherung, ja, und ich denke nicht an dich, weil du mir nicht sofort als Experte in den Sinn kommst, ja, weil du dich nicht als Experte positioniert hast, ja. Jetzt brauche ich zum Beispiel für meine Company, ja, jetzt persönlich für meine, ich brauche eine Führungsschulung, der fällt mir da ein. Natürlich fällt mir sofort Lorenzo ein. Ich brauche für meine blöden Clubleiter, ich brauche mal da hier eine Schulung, wie sieht's aus? Ja, hast du Bock drauf, ja. Oder für die anderen Leute oder vielleicht für einen Kunden von mir, wo ich mir denke, hey, du, Führung kann ich, aber ich habe da jemanden, der besser ist. Warum? Weil du dich wirklich als Experte dort etablierst. Und das machen sehr, sehr viele nicht. Sie positionieren sich nicht als Experten und deswegen sind sie in der Wahrnehmung der Menschen um dich herum halt auch nicht wirklich auf Nummer eins. So, das heißt, erstes Problem, kein Schwanz kennt dich. Sorg für Bekanntheit. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage, Reichweite zu generieren und das auch noch gratis. Ich weiß, natürlich ist das eine Reizüberflutung und da sind so, so viele. Aber nur weil da so viele ist, heißt es nicht automatisch, dass ich nichts mache, weil mit nichts bekommst du halt auch nichts. Ja, so. Punkt Nummer zwei, pflege deine Kontakte, pflege die Menschen, ruf doch auch einfach mal Menschen an, die du lange nicht gehört hast. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, ja. 5 Jahre mit jemandem nicht gehört, ich habe ihn angerufen. Der auch so, hi,
Ey, was geht, Mann? Ey, wie läuft's, Mann? Seit Jahren nicht gehört. Was los? Hey, Alex, ja, läuft. Ja, erzähl mal, wie geht's der Mutter, Vater? Bist du noch da? Machst du noch das? Bla, 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 bla. Quetsch ihn aus. Ja? Was machst du beruflich? Hin, her, hin. Wirklich, stell mal 10, 15 Minuten nur Fragen und red nur übers Leben. Versuch die letzten 5 Jahre nachzuholen. Und irgendwann mal passiert Folgendes. Bist du eine Stille? Und irgendwann mal fragt er, was machst denn du? Willkommen im Verkaufsgespräch. Und jetzt sagst du, ach so, ey, ich? Ich bin Berater für bababababam, ich mach das und das. So, was weiß ich? Er weiß jetzt in Zukunft, der Alex, der Lori, der was weiß ich wer, die machen das und das. Pflegt die Kontakte mit den Leuten, weil das wird dir wieder neue Aufträge bringen. Und Punkt Nummer 3 etabliere ich natürlich als Experte. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch mega geil. Da waren jetzt für mich sogar noch richtig geile Nuggets dabei. Nee, weil ich muss dir echt gestehen, ich bin auch jemand von denen, die sagen, Alter, nee, Familie, Freunde, eher mehr raus und so weiter. Aber was wir leben davon. Ja, genau. Aber was mir jetzt gerade klar geworden ist, ist wirklich, dass ein Großteil der Menschen eben wirklich aus dem Freundeskreis aktiv dann auf mich zugekommen sind, als sie dann irgendwann geschnallt haben, was ich mache. Und das Schöne ist, weil du es gerade gesagt hast, deswegen poppt es gerade auf, dass viele dann eben über die Zeit auch dann aktiv dann auf Social Media, auf den Kanälen, mir dann auf einmal gefolgt sind und so eine Art Inspirationsquelle dann geworden bin, sagen, boah, ey, geil, wenn das beim Lori geklappt hat, dann klappt es mir definitiv, weißt du? Und ich so, okay. Fuck you, Al. Dennoch habe ich in den letzten 16 Jahren, weil ich komme ja auch aus dem klassischen Vertrieb, und ich würde da gerne einfach wissen, ob du die Meinung auch teilst. Jetzt mal angenommen, ich hab Präsenz aufgebaut, ich habe mir einen Expertenstatus aufgebaut und habe da jetzt meine Leute, meine Kunden und gehe mit denen ins Gespräch. Ja, es gibt ja viele, die haben ja zum Beispiel extrem in unserer Branche, ja, also gerade wenn ich jetzt so Coaches, Berater, Trainer mir angucke, die extrem eine Herausforderung haben mit Akquise, also mit Kaltakquise. Ne? Mhm. Das sind ja erst so Leute, die sagen, ja, ich kann alles, wie du schon so schön sagtest, ne? Ich kann alles, bin geil und überhaupt, ich bin der Beste, aber eben keine Sau auf die Leute zugeht. Jetzt haben die natürlich am Anfang aber auch nicht die Präsenz und auch nicht die Sichtbarkeit und auch nicht die Reichweite. Jetzt hast du mir mal gesagt, Alter, nimm dieses scheiß Telefon in die Hand und telefoniere. Das war einer der Sätze, die bei mir im Kopf geblieben sind. Ne? Nimm das scheiß Ding in die Hand und telefoniere. Jetzt, was kannst du denn diesen Menschen mit auf den Weg geben? Weil ich war ja genauso einer, der aus irgendwelchen Gründen auch immer dieses scheiß Telefon nicht in die Hand nehmen wollte, weil er mit fremden Menschen nicht telefonieren will. So. Mhm. Was kann denn so jemand tun, der jetzt gerade in der Situation ist und weiß, es ist gut, aber er nichts macht? Gerade bei der Kalterkrise ist es halt immer so, dass... ich stelle die Frage, weil ich weiß, dass du da drin ein richtiger Crack bist, deswegen frage ich. danke dir erstmal für das Kompliment. Die Leute... Menschen fürchten Ablehnung. Menschen möchten Schmerzen vermeiden. Und sie wissen ganz genau, dass die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch ist, dass sie eine gewisse Ablehnung am Telefon bekommen. Nein, keine Zeit, kein Interesse, rufen sie nie wieder an. Wenn sie noch einmal rufen, rufen sie die Polizei, das habe ich auch gehört, etc. pp. Ja, und sie wissen, dass sie Ablehnung bekommen werden, aber sie haben es noch nicht probiert. Das ist so, du führst diesen inneren Dialog. Ja, der wird dann das sagen, weil du gewisse Wahrnehmungen und Ängste halt in dir hast. Und wenn die Menschen etwas nicht tun, dann mangelt es nie an kreativen Ausreden. Ja? Und dementsprechend stell dir mal doch bitte folgende Frage. Erstens, warum tust du das, was du tust? Warum bist du Berater geworden? Warum bist du Trainer geworden? Warum bist du Speaker geworden? Ja? Dann zweite Frage, warum bist du der Beste in dem, was du tust? Nimm bitte Gründe dafür, warum du der Beste bist. Ja? Und Punkt Nummer 3, in welcher Form wird das, was ich mache, die Welt verändern? Diese 3 Fragen habe ich mir damals gestellt, beziehungsweise wurden mir damals gestellt. Und als ich die mir so aufgeschrieben habe, kam dann damals mein Trainer zu mir und sagt, Alex, das sind
das ist ziemlich geil, was du da aufgeschrieben hast. Also ich habe selten was so Umfangreiches gesehen. Ja, weil ich war ja auch in der Situation. Warum zum Teufel hast du denn Angst, Menschen anzurufen? Und ich so, wie meinst du? Das ist doch ein unfassbarer Mehrwert. Ja, du weißt ganz genau, warum du das tust. Du weißt, dass du der Beste bist. Du kannst erklären, warum du der Beste bist. Und du weißt sogar, wie du die Welt dafür bereicherst. Warum zum Teufel tust du das nicht? Und ich so, Und dann hat er mir eine Metapher mitgegeben, eine Story quasi. Ich glaube, die habe ich dir auch damals erzählt. Alex, stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, du würdest bei der Lotterie arbeiten. Und ich so, ja. Dein einziger Job ist es, den Gewinner anzurufen und mit ihm einen Termin zu vereinbaren, wann er seine 19 Millionen abholt. Das heißt, du rufst ihn an, sagst, hey, hallo, grüßen Sie aus Deutsch hier von der Deutschen Lotterie. Der Grund, warum ich Sie anrufe, Sie haben gewonnen, wissen Sie ja mittlerweile. Wann holen Sie denn Ihre Kohle ab? Ja? Hättest du damit ein Problem? Und ich sag, nein, natürlich nicht. Was denkst du, wer hätte damit ein Problem? Ich sage, keiner. Weißt du warum? Weil du mit dem Geld, das der Kunde gewonnen hat, etwas Positives für sein Leben assoziierst. So. Wenn das, was du den Menschen mitgibst, das, was du den Menschen verkaufst, nicht den gleichen Stellenwert hat wie das Geld, dann wirst du niemals mit irgendjemandem einen Termin vereinbaren und wirst niemals die Eier haben, jemanden anzurufen. Aber es kann doch nicht sein, dass Geld mehr Wert hat als das, was du dem Leben, was du den Menschen im Leben bietest und bringst. Ja? Und genau das ist es. Wir haben selten wir glauben, dass wir ein Commitment haben. Wir glauben, dass wir eine Verpflichtung haben. Wir glauben, dass wir überzeugt von dem sind, was wir tun. Doch das ist alles Bullshit. Du bist erst davon überzeugt, wenn du es in die Welt schreist. Und wenn du gar kein Problem damit hast, jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten in Kenntnis zu setzen, wie du die Welt bereicherst und wie du das Ganze veränderst. Und genau das ist es. Wenn du wirklich dich voll dazu committed hast und dir es scheißegal ist, natürlich wirst du Nein bekommen, natürlich werden die Leute dir auf den Sack gehen, natürlich wird der eine oder andere sagen, nee, hör auf, ich will nicht mehr, dass du mich anrufst. Das ist logisch, aber lass dich davon nicht unterkriegen. Mach weiter, 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 weil wenn du davon überzeugt bist, dass du die Welt verändern wirst mit dem, was du tust, dann darfst du dich dafür nicht schämen und nimm das scheiß Telefon in die Hand und telefonier und ruf deine Kunden an und mach Termine. Fertig. Mega. Ich schließe mal das Ding und da kommen wir wieder zu dem Thema, wie sehr bist du von dem überzeugt, was du tust? Wie sehr ist der Glaube in dem, was du tust, so stark, dass du eben diesen in Form von Wertschöpfung, ja, für den Gegenüber eben die Millionen dem transportierst? Ja, ja, genau. So, wie sehr bist du von der Tätigkeit überzeugt, die du selber da machst? Und ich glaube, wenn du davon überzeugt bist, dass du der 19 Millionen Gewinn bist, den du gerade übers Telefon verkaufst, ja, dann kannst du ja nur gewinnen. Ja, dann kannst du ja nur gewinnen. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann lass es. Dann hör jetzt gleich auf damit, ne? Also wenn du nicht davon überzeugt bist. Scheiß drauf, verschwende nicht deine Zeit, die Zeit deiner Mitmenschen oder sonst irgendjemand. Lass es sein, tu den normalen Job. Mega wertvoll, mega, mega, mega wertvolles Learning, gerade jetzt auch für diejenigen unter euch, die gerade jetzt zuschauen und zuhören. Und gerade mit dem Gedanken spielen, Trainer, Berater, Coach, Speaker zu werden. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Wenn du den Satz Lead like a Rockstar hörst, was assoziierst du damit? Was verbindest du damit? Dich. also ist es so, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich habe ein Bild von mir im Kopf, ne? Hast du ein Bild im Kopf? Ich hatte das noch nie gesagt. Als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich das Bild im Kopf gehabt, weil da hatten wir uns noch nicht so gut gekannt. Ja, ich habe dich nur über Social Media gesehen. Ja, hat es halt für mich sofort eine sympathische Ausstrahlung. Ja, jedes Mal, wenn ich das Like Rockstar gehört habe, habe ich mir eigentlich so die Inhalte vorgestellt, die ich kenne. Aber du einfach während der Schule einfach eine Gitarre kaputt schmetterst in der Schule. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich habe seit Monaten dieses Bild im Kopf. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich an sowas. Ja? Aber im Endeffekt ist es jetzt Spaß, was ich wirklich damit verbinde, weil ich dich jetzt auch mittlerweile kenne, ist als Rockstar. Ja?
hast du Menschen um dich herum, die dich einfach lieben. Du bist auf einem Konzert, ja, und es gibt halt epische Konzerte, es gibt so diese krassen Momente auf den Bühnen von ganz, ganz Großen, ja, die es schaffen, mit einem Lied zum Beispiel Menschen zu packen und mitzunehmen, wo du einfach anfängst zu heulen, wo du einfach, weil die Menschen in einem Song so viel Tiefe bekommen und eine Story mitbekommen, mit der sie sich assoziieren, mit der sie sich irgendwie auch identifizieren, sagen wir es mal so, ja. Und du nimmst sie einfach mit dadurch. Und wenn du als Leader genauso drauf bist wie ein Rockstar, ja, dass du dich für den Menschen als Menschen interessierst und nicht Personal als Kostenstelle betrachtest, ja, sondern sie dir wirklich wichtig sind, du dich für sie interessierst, für ihr Werdegang, für das, was sie können, für das, was sie nicht können, ja, und du für sie förderst und forderst, ja, und das wirklich wie ein Rockstar, und zwar, dass du sie wirklich bei der Seele packst und mitnimmst, und dann bin ich davon überzeugt, dass du als Führungskraft immer erfolgreich sein wirst, ja, weil wenn dir der Mensch als Mensch wichtig ist, dann kannst du nicht scheitern, meines Erachtens. Schön gesagt, Dankeschön, nehme ich mit. Boah, krass, ich hatte jetzt eine Frage im Kopf gehabt, die ist jetzt aber voll weggeflogen, weil ich so in deinen Worten war. Egal. Gibt es einen Lieblingsmusiker, eine Lieblingsmusikerin, eine Lieblingsband, die dich in deiner Kindheit geprägt hat? Vielleicht sogar noch heute und warum? Ich denke mal, bei mir ist es so, ich bin ja ein gebürtiger Serbe und ich weiß ja bei Italienern, eigentlich bei allen Ausländern ist es so, wir hören ja sehr, sehr viel unsere Musik. Ja, dementsprechend, wenn ich dir jetzt sagen würde, was mich damals mitgenommen hat, würde das jetzt kein Begriff sein. Ja, aber meistens war es sehr depressive Musik. Okay. Ja, also ich bin eher wirklich so der, klar, Musik ein bisschen zum Party machen, wenn du Party machst, ja, aber zu Hause bin ich eher so, auch so ein bisschen so der Elvis Ramazzotti-Typ, ja, oder der Andrea Bocelli-Typ, ja, die höre ich sehr, sehr gerne, ja, also ich mag es, in der Musik einfach mal loszulassen, auch Emotionen loszulassen, auch Emotionen zuzulassen, ja, weil ich halt über den Tag verteilt immer sehr, sehr präsent bin, sehr, sehr stark bin, ja, auch sehr, sehr, du kennst mich von meiner Art auch immer so ein bisschen so der bissige Typ. Und wenn ich dann halt mal Musik höre und auch mal so einen Moment für mich habe, egal ob es am Auto ist oder mal auch zu Hause bei mir im Homeoffice, ja, dann ist es eher schöne, tiefgründige Musik, ja, also ruhige Musik, wo ich einfach auch mal loslassen kann und wo es einfach mich mal so emotional auch mal mitgehen lässt, ja, weil man muss ja auch irgendwo mal sein Ventil rauslassen, ja, und ich mag halt, ich mag es einfach mal, wenn es auch mal traurig ist und wenn es einfach mal auch schön ist, einfach, ja, also ich bin jetzt nicht so der Rockstar-Typ. Ja, wobei ich dich, ich glaube, genau, wobei ich dich auch kennengelernt habe, dass du schon jemand bist, der auch wenn er draußen sehr, soll ich sagen, in seiner Art und Weise sehr polarisierend ist, ja, dennoch jemand bist, der extrem emotionsvoll ist. Ja. Also yeah. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir hier bei mir oben auf der Terrasse gesessen haben und, und ich dir von dieser Vision erzählt habe und vor allem von dem Musikalbum, was ja demnächst kommt, und das fand ich auch so ehrenwert und so, und das zeigt mir auch, dass du einfach dass du einfach ein geiler Typ bist, dass du das Herz am rechten Fleck hast, weil auch wenn du da draußen so polarisierend bist, und das machst du ja, hat ja einen Grund, warum du das machst, um die Leute ja halt wach zu rütteln, ja. Auf der anderen Seite, ich sehe, wie viel Liebe und wie viel Freude in dir drinne stecken und du da einfach so, ey Leute, wirklich aus dem Handgelenk raus, ohne ein Augenzwinkern mir sagst, hier Betrag X spende ich, und ich erstmal da gesessen habe und die Welt nicht verstanden habe, weil ich, also die Summe und das innerhalb dieser
Sekunden, und ich kann mich erinnern, dass du Tränen in den Augen hattest, und ich auch, ja. Also zwei erwachsene Männer hocken da und heulen wie kleine Jungs, ja, aber dennoch, das so krass war und so tief war und so emotional war, dass ich einfach nur in dem Moment gesagt habe, Alter, allein aus diesem, das haben wir vorhin auch im Vorgespräch, allein nur aus diesem einen Grund gesagt habe, dieses Album, da wird dick fett hinten dein Name drauf sein, weil du derjenige warst, der die höchste Summe unter allen gespendet hat, fiel mir selber schon die Stimme, gespendet hast, und ich so einfach berührt war, dass ich mir dachte, Alter, wie krass ist der Typ drauf, ja, wie krass ist der Typ drauf. Und hier auch nochmal auf diesem Weg ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du ja, dass du diese Vision mit mir teilst und dass wir da die Welt ein bisschen besser machen, ja, dass wir die Welt ein wenig mehr heilen, ja. Zum Abschluss, also erstmal danke bis hierhin für all die geilen Nuggets und für all die geilen Learnings, weil ich gucke mal auf die Uhr und ich denke mir so, fuck, gleich haben wir die Stunde gefüllt und die Zeit ging so vorbei. Wenn die Jungs und Mädels dir gerade zugucken, sagen, ich finde den Typen mega und ich weiß, ich habe da noch einen Optimierungsbedarf in dem Bereich Vertrieb, Vermarktung, Verkauf, und die dich als Typen auch cool finden, ja. Wo können die dich, Sarah sagt immer so schön, die verfolgen mich, ja, wo können sie dich verfolgen, wo kann man mehr von dir sehen? Auf den klassischen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram bin ich ziemlich aktiv, ja, kleine Homepage, falls man ein Geschäft mit mir in Kontakt treten möchte, www.alexanderaustausch.de. Ich denke mal, du machst das dann auch unten, genau, also in die Shownotes rein. Und ja, schreibt mich, also selten, sagen wir mal so, wenn jemand den Mut zusammennimmt und mir schreibt und ich dann antworte, kriege ich immer so die gleiche Reaktion. Krass, du hast geantwortet. Und deswegen, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, wenn irgendwas ist, schreibt mir, ich weiß ja nicht. Und ich antworte auf jeden so. Cool. Dankeschön. Also alles das kommt in die Shownotes und also meine Empfehlung, kontaktiert ihn, weil, wie gesagt, ich selbst habe so viele geile Learnings mitnehmen können, als du hier warst. Und unter anderem ist es ein Grund, nicht nur, weil ich das Business aus dem Herzen raus mache, sondern allein das unternehmerische Denken, ja, weil das Geile, was ich mitgenommen habe für mich, war, das muss hinten ja auch was rein, damit vorne was raus kann. Ja, also das muss ja, es muss ja irgendwie Mittel Geld reinkommen, damit du deine Passion leben kannst. Weil nur, indem du deine Passion lebst, wie soll ich sagen, es sind auch Leute mit ihrer Passion in die Grube gefallen, ja, und sind nicht wirklich groß geworden. Und daher war das für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis im Jahre 2018, was ich sehr geil mitnehme für 2019. Und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Zum Abschluss. Gibt es von deiner Seite noch eine Botschaft, noch ein Credo, irgendwas, was du den Jungs und Mädels hier, die gerade zuschauen, zuhören, mit auf den Weg geben willst? Wichtig, nicht gesprochen, gesungen. Ich kann nicht singen. Und deswegen macht es mir doppelt so viel Spaß. Das tut nicht dein Ernst. Doch, ich soll jetzt echt singen. Ja? Was muss ich bezahlen, damit ich das nicht tue? Das ist unbezahlbar. Warte mal ganz kurz. Warte. Wie kann ich mich aus dieser Scheiße rausholen? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Schauspieler? Gar nicht. Ich gebe dir einfach vier Akkorde vor. Okay. Und dann singst du einfach das, was du als Botschaft sagen wolltest. Bist du wahnsinnig? Das kannst du doch den Menschen hier nicht haben. Ich fange mal an. Ja. Okay, du sagst mir einfach nur, ob du was hörst. Du hast richtig Farbe gekriegt gerade. Okay, warte. Nee, erstens, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zweitens, ich weiß gar nicht, was du sagst. Lass dein Herz sprechen. Okay, also, lass dein Herz sprechen. Du sagst mir jetzt einfach, ob du was hörst. Nein. Okay, die Verbindung ist doch schon. Ich fange mal an, okay? 3, 2, 1. Was soll ich jetzt sagen? Was macht doch anders? Sing du doch was fürs Publikum. Du kannst auch rappen. Ich kann auch noch rappen. Wie soll ich denn nach dem Rappen? Du Wahnsinn. Mach mal das Check, mach uns anders.
wir machen Storytelling aus. Du machst eine schöne Musik im Hintergrund und ich rede dazu. Wie heißt das? Okay, warte, ich fange an, ja? Aber was schön. Ja, ich mach, okay? Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Sehr gut. So, also. Meine ganz große Bitte an euch ist, dass ihr wirklich an das, was ihr macht, das, was ihr in euch im Herzen trägt, wirklich felsenfest daran und felsenfest an euch glaubt. Denn ohne Glaube an das, was ihr macht, ohne Glaube an das, was ihr tut, jeden Tag, wofür ihr aufsteht, werdet ihr nicht den Weg und das Ziel erreichen, das ihr erreichen möchtet. Und versucht nicht in jeder Sache, in jedem Schlag irgendwie den Sinn dahinter zu erkennen, sondern gebt den Sachen einen Sinn. Ja? Und seid wirklich authentisch. Glaubt an euch, glaubt an eure Fähigkeiten und versucht wirklich, nicht versucht, sondern versetzt mit dem, was ihr könnt, wirklich Berge. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr es an euch glaubt und wenn ihr begreift, dass manchmal nicht so das Ziel wichtig ist, sondern dass der Weg das Ziel ist, dann werdet ihr auf jeden Fall einige Etappen und einige Erfolge in eurem Leben feiern. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht singen musste. Das ist immer so geil. Bis zu diesem Punkt. Am Ende ist, wusstest du, souverän as fuck. Und danach auf einmal so. Wusstest du es nicht, dass das am Ende kommt? Nein, Mann. Geil. Das wussten viele andere auch nicht. Und dann haben sie da gestanden und denken so, ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das Geilste war von Julian Backhaus. Der hat echt, ich glaube, eine 3 Minuten lang habe ich gespielt und der hat nur da und die ganze Zeit überlegt. Dann irgendwann höre ich auf. Ich schieße da so eine Zeit nach der anderen. Ich denke so. Aber geil. Alex, ich danke dir einmal, dass du den Blödsinn hier am Ende nochmal mitgemacht hast, aber vor allem für die geile, geile, geile Botschaft, die du jetzt am Ende nochmal mitgeteilt hast. Für all die sensationellen Nuggets und Learnings, die du da gelassen hast, dass du so tief in deine Story uns mitgenommen hast. Und vor allem danke ich dir aber für deine Freundschaft. Und die ja erst ganz frisch und ganz jung ist seit letztem Jahr. Aber ich wünsche mir, dass wir die in den nächsten Jahren definitiv vertiefen werden. Weil ich bin davon überzeugt, dass du ein richtig geiler Typ bist. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt. Besucht seine Kanäle. Definitiv eine Empfehlung wert. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf unser nächstes Treffen und vor allem auf deine Business Launch, die im Februar stattfinden wird. Da werden wir mal richtig schön die Bühne abfackeln. Endlich, genau. Ja, genau, endlich. In diesem Sinne, Freunde, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Und definitiv auch im Jahr 2019. Frohes Neues und bis bald. Ciao, ciao, ragazzi!